Jo, hallo und willkommen, liebe YouTuber und was auch immer, zum neuen Let's Play auf Brennwert LP Ion. Jo, eigentlich hatte ich vor, einen weiteren Twink mir aufzubauen und das Ganze, ne? Und so weiter. Aber nun machen wir dann Let's Play draus und ihr seid dabei und ihr müsst euch das antun. Haha. So, als erstes werden wir aber erstmal hier diverse Einstellungen vornehmen, weil ich spiele das Ganze genau. Hier macht es bling bling überall. Das Ganze relativ vanilla. Ich habe hier nichts vorbereitet. Komplett Inventar leer. Ich habe nichts gemacht oder ähnliches. Ich werde auch hier nichts reinholen oder von den Hide-Chars rüberholen. Ne? Nur, dass ihr wisst. Das wird langwierig. So, jetzt werden wir erstmal die ganzen Sachen vornehmen, die wir hier so standardmäßig machen. Also was ich immer standardmäßig mache. Die ganze UI ein bisschen anpassen. Für meine Bedürfnisse. Helm anzeigen, bla bla bla. Das, was hat man hier? Titel, lassen wir mal erstmal wegmachen. Das stört uns erstmal. Mein Namen. Wenn ihr Ingame seid, Spieler auf Server Tor. Könnt ihr dann irgendwo mich auch gerne begleiten, wie ihr möchtet. Blenden wir aber erstmal aus, wissen ja, wie wir heißen. Statusbalken, Gruppe, ja, das machen wir an. Nee, Quatsch, das machen wir nicht an. So, was noch, was noch? Spontan hier irgendwas, was ich jetzt wüsste. Nee. Rest muss ich nachholen. Als allererstes würde ich jeden raten, das hier Euer Bildschirm zeigt allgemeine Informationen. ausschalten, wegmachen, weil das nervt. Da blinkt hier irgendwann, ihr habt den riesen Leist hier unten und das will kein Schwein haben. So, was noch fällt mir gerade ein? Ich hab gerne nochmal die extra Leiste 3 hier in der Seite schon. Hey, mach an hier. Und den Chat passe ich gleich mal an. Reitereinstellungen. Ja, das können wir lassen. Aber das nehmen wir raus. Und den hier einstellen. Der Chat komplett. Bis auf diese beiden. Und naja, Union haben wir noch nicht. Legion-Chat kommt noch. Na. Reiter System. Ne, brauchen wir nicht. Ändern. So. Der Chat hier. Das nicht. Und das, 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 das. Na, klick doch hier. Und nur der hier. Okay, da haben wir die drei Chats, die ich üblicherweise mache. Gruppenchat, Kampfchat, alles was ich loote. Und Chat, der dem Dreier oder was auch immer Gruppensuche betrifft. Okay, so, dann nehmen wir das hier raus. Den schieben wir hier hin, das weg, das weg. Den packen wir da hin, das weg, das weg. Den packen wir noch da. Okay. Also, wir befinden uns hier erstmal im Stadtgebiet der Elios. Ich spiele wieder ein Elios. Ich bin auf der Seite Elios immer noch. Habe einen Speer ausgewählt. Und hatte vor, den als Jäger dann zu spielen, da ich noch keinen Jäger habe. Wünscht Ich ihr habe etwas auch. von mir? Nein. Ich hatte noch nie einen Jäger gespielt, also na gucken, was das wird. So, ich lese jetzt hier nicht vor, was hier alles drin steht und so, weil erstmal Lebt wohl. langweilt das und zweitens, naja, interessiert das eh keinen. So, dann werden wir hier einfach mal instant. Also, ne, die erste Quest besagt hier Mireris finden. Das ist gleich der erste, der hier vorne ist. Was wünscht ihr? Anquatschen. Erste Quest erledigt. Lebt wohl. Und die zweite Quest. Wenn wir gerade mal gucken hier. Audio. Ah, das hatte ich vorher eingestellt schon. So, drei Streifenkerubien. Ah, ne, warte mal. Wir nehmen mal den hier.
So, und da waren auch schon die drei erledigt. Was halten das hier? 187. Naja. Was wünscht ihr? Da können wir ein bisschen runtergehen vom Damage, von Leben. Und da haben wir auch schon das erste Level. Yay. So, 4 Kornsäcke. Braucht er nicht immer gleich suchen, sind hier vorne. Die stehen hier gleich. Ah ne, der hat er gerade gelootet. Entschuldigung. Klopper. Ey, das kenne ich. Klopper? Du heißt einer von One Piece, glaube ich. Das ist doch dieser komische Elch da, oder? So, einer noch. Und gut, da haben wir einen. So, und dann ist auch die Quest schon fertig. Lebt wohl. So. Haben noch keine Instanzen. Ups. Klopper. Wie schön es hier doch aussieht, ne? Müsste mal Level 50 werden, dann ist es hier richtig cool. Von Balaur überrannt, Dark Poeta. Macht Spaß. Ja? Braucht ihr irgendetwas? So, nächste Quest. Kornschnüffler töten. 4 Stück an der Zahl. Machen wir gleich links und rechts. Da sind sie. Ich glaube, die Kampfmusik sollten wir mal ausmachen. Wartet mal. Audio, Hintergrund, Kampfmusik. Brauche hier nicht so eine dramatische Musik, wenn wir hier in den Kampf gehen. Da man eh die ganze Zeit nur kämpft, ist das irgendwie immer dieselbe Musik. Stirb. Vielen Dank. So, einen noch. Nehmen wir den. 100, bla. Okay, machen wir hier nach mal. Hänge hier so einen blöden Kürbis, ey. So, da haben wir auch schon mal was gekriegt. Aber die können wir leider nicht tragen. Schöner Tag, nicht wahr? Jupp, schöner Tag. Oder schöner schöne Tag, Nacht. Nicht wahr? So, Kornsack, blablabla, zu Uno bringen. Der ist da hinten im Dorf. Wir werden hier nochmal das Level kurz voll machen. Weil dann können wir auch gleich die ersten Skills abholen mit Level 3. Nehmen wir den hier. Geben, glaube ich, alle mal viel EP. Zack. Und da war es auch schon das Level. So, ihr müsst neue Fertigkeiten lernen. Das machen wir jetzt auch gleich. Biber Butzemann. Ey, ey. Guck mal, da können wir in den Rock gucken. Leute, Leute. Nun ja, jeder wie er es mag. Ja, erste Kampagnenquest. Nehmen wir auch spontan gleich mal an. Nein, wir wollen keine Legion. Vielen Dank. Seid gegrüßt. So, nächste
Ich stehe euch zu Diensten. Ich stehe euch zu Diensten. Ach ja, na gut, machen wir das auch mal. Aria sammeln. Ist eigentlich nicht so mein Ding. Werde ich auch mit den Twink hier nicht machen. Irgendwelche Sammelsachen oder ähnliches. Was wünscht ihr? Unas Zutaten. Unas Zutaten. Schugo müssen immer weiter. So, jetzt haben wir. Ein Schugo riecht ein gutes mal, Geschäft. Nee, warte, wir werden erstmal ganz kurz die Skills kaufen. Oder ein Skill haben wir, glaube ich, nur für Level 3. Was ist denn? Der Skilltrainer für die Jägerklassen oder Speerklassen, ne? Hier steht der hier an der Seite, rechts, wenn er reinkommt. Ich glaube, hier drin ist der Krieger. Nee. War hier drin überhaupt was? Rüstung? Nee. Der Krieger steht da drüben. Dann war hier hinten, war der... Das ist nicht der Klassenlerner, Lehrer, Ausbilder, da. Magier und Priester. Aber uns interessiert nur der Speer dort vorne. Alle anderen sind eigentlich ziemlich egal. Was ist denn? So, wir nehmen den ersten Überraschungsangriff. Der macht eigentlich nicht wirklich Sinn in den Level, weil das ist ein Angriff oder ein Skill, mit dem man ja von hinten angreifen muss und in der Regel, na gut, doch, es ist möglich, weil die Mobs hier noch nicht wirklich adden und dann kann man halt den Skill als erstes an, dann könnt ihr mal tauschen. Ey, tauschen, so. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Ich denke mal, ich muss euch wirklich erklären, was hier ist, ne? Mit Taste I bekommt man das Inventar, Standard, mit Taste K kommt man in den Fertigkeiten und passiv oder aktiv. Profession, Sammeln, Kochen, Handwerk etc. kommt dann hier alles rein. Emotes, ne, sowas wie Lachen. Kann man hier sich auswählen, auch in die Leisten ziehen. Und alles andere erklärt sich von selber. Huch, da ist die Maus wieder. Aber dafür habe ich auch schon ein anderes Video gemacht und da könnt ihr euch das ja gerne angucken. Da erkläre ich so ein bisschen das hat. So, wir wollen erstmal gucken, was wir ein bisschen schon gedroppt haben. Nicht wirklich viel. Wir haben hier ein Schwert oder ein Dolch. Ach, das können wir auch glatt mal anlegen. Ist nämlich besser, als was ich trage. Nee, nicht verkaufen. Kettenstiefel und Hose. 1000, alles klar. Na gut, wir werden schon mal... Ja, passt schon.